He-Man und Masters of the Universe! Ich bin Adam, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Grayskull. Dies ist Gringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte: Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Wurde zur mächtigen Battlecat. Und ich wurde He-Man, der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde Sorceress, Man-at-Arms und Orko. Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Grayskull vor den bösen Mächten von Skeletor. Schon, Gringer. Nur ein kleiner Sprung. Bitte lass mich in Ruhe, Orko. Ich bin müde. Du bist immer müde. Wie viel Schlaf brauchst du eigentlich? Lass mich in Ruhe und ich werde es herausfinden. Wenn du den Trick kannst und der König ihn mag, wird er dir vielleicht eine schöne Belohnung geben. Vielleicht einen Keks oder ein großes Eis. Eis? Oder vielleicht sogar einen saftigen Fisch? Saftigen Fisch? Ich komme! Hey, warte doch! Na, amüsiert ihr zwei euch gut? Diese dumme Katze hat meinen magischen Reifen ruiniert. Dumm? Wenn du nicht so dumm gewesen wärst, genau vor dem dummen Ding zu schweben. Hört auf, Jungs! Was ist denn los? Ich bekomme eine telepathische Nachricht von der Sorceress. He-Man und Battlecat werden auf Schloss Grayskull benötigt. Sieht so aus, als ob wir die Sorceress besuchen werden, Gringer. Ich bekam eine unangenehme Nachricht aus der Festung in der Sandwüste. Seht euch das bitte an. Was für eine Nachricht? Vor 10 Tagen kam ein Nomade zur Festung. Er hat ein seltsames Gebäude gesehen, das aus der Wüste emporwuchs. Der Beschreibung nach müsste es sowas wie dieses gewesen sein. Das ist eine Pyramide. Die Festung schickte Männer los, danach zu suchen. Aber es gab keine Spur. Pyramiden verschwinden nicht so ohne weiteres. Genau. Darum fürchte ich, dass irgendein uraltes Übel dahinter steckt. Wir begeben uns sofort zu der Festung. Allein? Teela und Man-at-Arms sind hinter einigen Weltraumpiraten her. Aber ich kann Ram-Man und Orko mitnehmen. Dann tu das und euch allen viel Glück. Die Festung müsste gleich vor uns liegen. Laserfeuer! Es ist die Festung. Sie liegt unter Feuer. Solche Spinnen noch nie gesehen. Es sind keine echten, es sind nur Maschinen. Trapshaw hat sie erfunden. Das heißt, er steckt hinter diesem Angriff. Und du bist sicher, dass die Maschinen die Festung zerstören? Sie werden sie platt machen. Wird Zeit für uns, über sie herzufallen. Wir sind getroffen! Festhalten! He-Man! Diese Roboter sind hinter uns her! Ich
Ich werde diese Metallkäferchen plattklatsch nehmen. Deine Maschinen haben versagt. Nur weil He-Man aufgetaucht ist, sprengt ihn in die Luft. Wer ist dieser He-Man? Der kräftigste Mann auf Eternia. Und ich hoffe, dass er nicht hierher kommt. Du sagtest, ich wäre in deinem Lager sicher. Das bist du. Glaube mir. Es gibt keine Möglichkeit, dass He-Man uns hier finden könnte. Es wäre gut, wenn du recht hättest, Trapjaw. Hier ist sie, genauso wie du sie erbeten hast. Was ist es, He-Man? Eine Kontrollschaltung von einem von Trapjaws Robotern. Er bringt sie automatisch wieder zu Trapjaw zurück. Ich verstehe. Wir legen sie in unseren Wind Rider und der Roboter bringt uns zu Trapjaw. Oh, ich verstehe es nicht. Wann werden deine Maschinen fertig sein, um die Festung wieder anzugreifen? Wozu die Eile? Die Festung schickt Männer los, um die Pyramide meiner Harin zu suchen. Das ist Grund genug. Wer ist deine Herrin überhaupt? Das wirst du erfahren, wenn sie die schlafende Bestie aufgeweckt hat und Dunkelheit sich über Eternia ausgebreitet hat. Die Festung ist nur ein kleines Problem, Mask. Die wirkliche Bedrohung kommt von He-Man. Nett, dass du das sagst, Metallmaul. Für euch zwei ist der Spaß jetzt vorbei. Du sagtest, er würde uns nicht finden. Das dachte ich auch. Hey, das war aber schnell gedacht, Remy. Hoffnungsloser Idiot. Ich hätte dir nie vertrauen dürfen. Matt! Warte! Komm zurück! Mask and Fleet! Wir haben immer noch Trapjaw! Mich wirst du nicht so leicht kriegen, He-Man! Oha! He-Man braucht meine Hilfe! Hey! Es hat geklappt! Was ist passiert? Ich hoffe, dass es nicht zu eng ist, Trappy. Was jetzt, He-Man? Du bringst Trapjaw zur Festung zurück und Orko und ich gehen zum königlichen Palast. Wir sollten doch die Pyramide finden. Darüber will ich mit Melaktor, dem königlichen Archäologen, sprechen. Was ist eine Ein Archäologe. Das ist eine Person, die alte Ruinen studiert und uns erzählt, wie die Menschen damals lebten. Er ist der einzige Mann, der uns helfen kann, diese mysteriöse Pyramide zu finden. Dann lass uns gehen. Du wirst es noch bereuen, dich in meine Pläne eingemischt zu haben, He-Man. Du wirst es noch sehr bereuen. Du hast mir noch nicht genug gezeigt. Ich glaube, ich habe etwas gefunden, was das Verschwinden der Pyramide erklärt. Diese alte Karte spricht von einem Haus der Dunkelheit, wo die schlafende Bestie wohnt. Hier ist es, tief in den Sandwüsten der Zeit. Das muss es sein. Ich wette, es ist ein alter Tempel, in dem es spukt. Was, da spukt es? Eigentlich habe ich über ein Grabmal gesprochen. Grabmal? Was meinst du, sollen wir tun? Findet dieses Grabmal. Ich werde diese Expedition selbst führen. Und wir kommen alle mit. Stimmt's, Cringer? Ihr wollt, dass ich zu einem Grabmal gehe? Ich bin sicher, du brauchst dich dort nicht zu fürchten. Außer vor ein paar Geistern. Geister? Und vergiss die Ungeheuer nicht. Ungeheuer? Melaktor! Ungeheuer! Stanley, du weißt doch, dass du hier nicht reinplatzen sollst. Ich habe dir etwas aufgetragen. Ja, Sir. Tut mir leid, Sir. Ich habe gehört, dass der Prinz dich um Hilfe gebeten hat. Und ich dachte, wir würden endlich auf eine Expedition gehen. Ist das wahr? Natürlich. Hurra! Aber das ist kein Grund, ungehorsam zu sein. Ja, Sir. Warte. Sage erst einmal guten Tag zu Prinz Adam und seinen Freunden. Sie werden uns begleiten. Prinz Adam,
Stanland, mein Lehrling. Freut mich, dich kennenzulernen, Stanland. Sie sind der Prinz? Oh Mann! Ich meine, nett, Sie kennenzulernen, Sir. Und ich bin Orko. Sicher schon von mir gehört. Oh, nein. Freut mich, dich kennenzulernen. Und dies ist mein Freund. Mein Freund. Na, wo ist er denn geblieben? Quinzer, komm da raus und sag guten Tag. Hallo, Kätzchen. Ich bin kein Kätzchen. Ich heiße Quinzer und du hast mich erschreckt. Du kannst sprechen. Tatsächlich? Kann das nicht jeder? Ein sprechender Tiger. Toll. Und jetzt weg mit euch. Wir haben morgen eine Menge zu tun. Ja, Sir. Er ist ein guter Junge. Wenn er doch nur Befehle ausführen würde. Das hat der König über mich auch gesagt, als ich noch ein kleiner Junge war. Und das sagt er noch immer. Ach. Wo halten wir zuerst, Melakta? Im Dorf Kellisch, um einen guten Wüstenführer zu engagieren. Sie benötigen also einen Fremdenführer. Das bringt mich auf eine Idee. Ich verstehe es nicht. In der ganzen Stadt ist nicht ein Fremdenführer zu finden. Ich kann Ihr Fremdenführer sein, meine Herren. Ich habe dich noch nie in Kellisch gesehen. Ich bin neu hier, aber ich bin ein guter Fremdenführer. Wir haben keine andere Wahl. Wie du willst. Lange genug aufhalten. Jetzt will ich meine neuen Verbündeten aufsuchen. Halt, Männlein! Du bist jetzt unser Gefangener! Bin ich? Lord Mask, wir wussten nicht, dass ihr es seid. Wir sind dieser Gruppe gefolgt, wie ihr es befohlen habt. Gut. Nun hört zu, diese Gruppe wird die Pyramide irgendwann morgen Nacht erreichen. Wenn sie da ist, nehmt ihr sie auf mein Zeichen gefangen. Sie werden ein schönes Geschenk für die schlafende Bestie werden. Verdammt, diese Panne. Wir werden unser Ziel jetzt nicht vor Dunkelheit erreichen. Hey, was ist denn das? Sandgräber, lauf! Du musst den Sandgräber aufhalten. Bin schon auf dem Wege. Oder nicht, hier komme ich. Wir sind jetzt weit genug weg. Und das sollten wir auch bleiben. Tut mir leid, Freund, aber He-Man und Battlecat werden gebraucht. Nicht schon wieder. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Kraft!
dir, kleine Krabbe! Sieht aus, als hätte er genug. He-Man und Battlecat! Mann! Prinz Adam hat mir von euch erzählt, aber ich hätte nie gedacht, euch hier zu treffen. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, euch alle im Auge zu behalten. Ich muss jetzt gehen, aber ich bleibe in der Nähe, falls ihr mich braucht. Bis später. Junge, mit He-Man in der Nähe brauchen wir nichts zu befürchten. Du sagst es. Nach der Karte zu urteilen, müsste das Grabmal dort oben sein. Ich denke, wir schlagen unser Nachtlager hier auf. Gute Idee. Den Schlaf können wir brauchen. Die Zeit ist gekommen. Greift sie an, wenn ich den Zauberspruch wirken lasse, um das Haus der Finsternis wieder freizulegen. Fertig zum Angriff! Untersuch das, lieber Remy! In Ordnung! Warte auf mich! Was passiert da, Adam? Wir werden es herausfinden, aber nicht als Prinz Adam und Cringer. Irgendetwas passiert da oben. Hey, was ist jetzt los? Reptile Man! Die anderen zwei müssen im Zelt sein! Holt sie euch! Suchst du uns, Schuppengesicht? Befreie Ram-Man, Battlecat! Ich kümmere mich um dieses Reptil! Wir werden sie vernichten! Ich bin bei dir, Anführer! Wie du meinst! Ich glaube, den Typen haben wir es gezeigt. Ja, aber einer fehlt mir noch auf der Liste. Und er gehört mir ganz allein. Erheb dich, Haus der Dunkelheit! Nicht so schnell, Mask! He-Man! Deine schuppigen Freunde haben versagt! Besser du ergibst dich! Niemals! Werde ich eine ganze Armee von Dämonen erschaffen. Oh nein, das wirst du nicht, Spaßvogel. Orko, nicht! Meine Maske! He-Man! Hilfe! Kleiner Dummkopf, die Kraft meiner Dämonenmaske wird dein Untergang sein! Zu viel für diese kleine Pest! Ich muss meine Maske zurückhaben. Nein! Alles in Ordnung, mein Kleiner? Ich glaube schon. Was hat mich denn getroffen? Die Kraft der Dunkelheit. Sie war in der Maske enthalten. Aber sie wird uns keine Schwierigkeiten mehr machen. Sicher war dieser Mask ein fremdes Geschöpf. Er schien mehr ein böser Schatten gewesen zu sein als ein Mann.
Ich hoffe, Orko wird wieder gesund. Die Sorceress wird ihn bald wieder gesund und munter machen. Jedenfalls hat Mask uns das Grabmal freigelegt. Und da er jetzt weg ist, können wir es ohne jede Gefahr untersuchen. Ich hoffe, du hast recht, Melacta. Ich hoffe, du hast recht. Es geht noch weiter. In der heutigen Geschichte war ich ganz schön beschäftigt. Oh! Jungs, das tat weh. Seinen Kopf so zu gebrauchen, ist nicht nur gefährlich. Es ist auch dumm. Du könntest dich schwer verletzen. Drum höre auf Remy. Spiel vorsichtig. Und wenn du dabei deinen Kopf gebrauchen solltest, gebrauch ihn lieber zum Denken.